Liebe Schülerin, lieber Schüler, als zukünftiges Mitglied unserer Schulgemeinschaft bringst du neuen Schwung und frische Ideen mit. Unsere Lehrkräfte werden dich mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung bis zum Realschulabschluss begleiten. Als Schulleiter werde ich mit meinem Team dafür sorgen, dass du so sein darfst, wie du bist. Auch du kannst dazu beitragen, dass deine Laufbahn an der JWR gelingt. Sei offen für Neues, sei fair zu deinen Mitschülerinnen und Mitschülern und vertraue deinen Lehrkräften. Für die Zeit bei uns wünsche ich dir viel Erfolg beim Lernen und Freude in der Gemeinschaft. Nachdem wir uns jetzt ja leider nicht wirklich treffen können und ich euch nicht persönlich rumführen kann, lade ich euch jetzt ein zu einem Rundgang durchs Schulhaus. Wir beginnen beim Haus der 5. und 6. Klassen. Hier sind wir in meinem Klassenzimmer. Ich bin nämlich in der 5D. Ihr seht, hier sind noch einige Schüler in der Notbetreuung. Aber normalerweise sind wir in meinem Klassenzimmer 28 Schüler und davon 14 Mädchen. Die meisten Lehrer unterrichten uns hier. Wir haben Mathe, Deutsch, auch Englisch. Und statt HSU haben wir Bio, Geo und IT. Gut ist, dass Bio im Bio-Saal ist, Musik im Musiksaal und die Fächer, die am meisten Spaß machen, sind zum Beispiel Werken, Kunst und Sport. Apropos Sport, wir haben auch eine Dreifachturnhalle. Die 6 Stunden können euch zwar lang vorkommen, aber dazu haben wir auch 2 Pausen. In diesen 2 Pausen könnt ihr euch was Leckeres beim Pausenverkauf kaufen. Jetzt sind wir am Sportplatz. Dort hinten ist die Tartanbahn und dort hinten ist der Soccercourt. Der wird in den Pausen auch gern mal benutzt. Da seid ihr gerade schon vorbeigelaufen. Wir haben auch einen Beachvolleyballplatz und einen Basketballplatz. Die 6. und die 7. Klassen gehen auch mal schwimmen. In der Schülerbibliothek. Hier kannst du Spiele spielen und sogar auch Bücher ausleihen. Hier findet auch manchmal Unterricht statt. Es gibt hier auch eine Mensa, die täglich 3 Gerichte zu vernünftigen Preisen anbietet. Man kann dort auch Snacks kaufen. Die Mensa ist im DZG-Bereich. Ich bin Selina Schlickmann und Schülersprecherin. Ich setze mich für meine Mitschüler und Mitschülerinnen ein. In der 5. Klasse bekommt die Tutoren,
Das sind ältere Schüler, die euch zur Seite gestellt werden, damit ihr euch gut in die neue Schule eingeben könnt. Im Laufe der nächsten Jahre kommen auch neue Fächer dazu, wie zum Beispiel Geschichte, Physik oder Chemie. Ihr könnt auch freiwillig einen bilingualen Geografiekurs belegen. Ab der 7. Klasse wählt ihr Wahlfächer. So könnt ihr zum Beispiel ein Mathe, Französisch, Wirtschafts- oder Kunstzweig belegen. Aber neben den Schulen finden auch immer wieder Exkursionen und Fahrten statt. In der 6. Klasse die Synagogenfahrt, in der 7. Klasse das Skilager, in der 9. Klasse die Bilifahrt oder auch der Französisch-Austausch mit den Französischklassen und in der 10. Klasse zum Abschluss die Abschlussfahrt. Am Ende des Schuljahres bieten wir Projekttage an, in denen die Schüler selber entscheiden können, in welches Projekt sie gerne gehen wollen. So könnt ihr zum Beispiel in ein Malprojekt gehen oder in ein Tanzprojekt. Am Ende des Jahres findet auch ein Schulfest statt, wo ihr zum Beispiel euer Tanz aufführen könnt, den ihr in den Projekttagen gelernt habt. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Urbanek, ich bin hier an der JWR Jugendsozialarbeiterin. Das heißt, ihr als Schüler könnt gerne zu mir kommen, wenn ihr Sorgen oder Probleme habt, zu Hause, im Freundeskreis oder auch in der Schule. Und wir können zusammen schauen, ob wir die Probleme lösen oder ein bisschen kleiner machen können. Und auch Sie als Eltern können zu mir kommen, wenn Sie sich Sorgen um Ihr Kind machen. Wichtig ist mir, mein Angebot ist kostenlos, freiwillig und alles, was in Gesprächen mit mir besprochen wird, unterliegt der Schweigepflicht. Das heißt, was ihr mir in meinem Büro erzählt, verlässt dieses Büro auch nicht. Ich freue mich drauf, euch und Sie kennenzulernen. Ich hoffe, euch hat der Rundgang durch unser Schulhaus gefallen. Jetzt lade ich euch und eure Eltern ganz herzlich zu unserer virtuellen Veranstaltung ein. Dort können wir dann in Ruhe ins Gespräch kommen und alle noch offenen Fragen klären. Bis dann!